Herzlich willkommen zum Topspiel der zweiten Runde der steirischen Landesliga TSV Leoben gegen SV Fronleiten. Ein heftiger Regenschauer während des Aufwärmens durchbrach die brütende Hitze der letzten Tage. Die Abkühlung, die brachte gute Voraussetzungen für eine flotte Partie. TSV Leoben in grün-weiß gestreift hat nach dem Abstieg aus der Regionalliga unter Trainer Gregor Böttcher einen Totalumbau der Mannschaft vorgenommen. Heute stehen 4 17-Jährige in der Startformation der Gastgeber. Fronleiten in Blau unter Coach Ewald Ratschnick konnte sich im Sommer mit dem Bundesliga-erfahrenen Dominik Hassler und den Ex-Gradkornern Wohlmuth und Preschern verstärken und hat sich nach dem klaren Auftaktsieg gegen Aufsteiger Großklein auch heute viel vorgenommen. Erste große Szene, 6. Spielminute. Weiter Abschlag von Keeper Petrovic. Fronleiten verliert hier den Ball im Mittelfeld. Der kommt zu Stefan Strohmeier und der Youngster, 17 Jahre, macht das eiskalt, 1:0 für die Hausherren. Stefan Thomas Strohmeier macht das Ding ins lange Eck. Abgebrüht. Die Gäste kommen kurz darauf zu ihrer ersten Großchance. Traxler von außen spielt flach zur Mitte. Der erste säbelt vorbei. Der zweite macht das Ding aber an die Latte. Hassler war das. Petrovic kann da noch klären. Fronleiten wird immer stärker. Das Leder kommt auf die linke Seite hinaus. Und dann schweres Foul, 16er war das, innerhalb vom 16er. Somit gibt es Elfmeter, Schiedsrichter pfeift. Eine zuvorsche Attacke von Schranz gegen Isenburg. Und das gibt Elfmeter. Da wird noch diskutiert, hilft aber nichts. Oliver Wohlmuth trifft, Ausgleich, 1:1. Verdient, muss man sagen, in dieser Phase haben die Fronleitner das Spiel klar an sich gerissen. Oliver Wohlmuth mit dem Elfertor. Eckball. Hier eine gute Möglichkeit. Ball ist noch immer im Gefahrenraum. Hier kommt er flach hinein, aber der Keeper kann hier noch alles aus dem Feuer ziehen. Das heiße Eisen. Dann ein schweres Foul hier noch kurz vor der Pause. Oliver Baumann war das, der 3 Minuten vorher gelb gesehen hat. Jetzt muss er mit Gelb-Rot unter die Dusche. Haben wir nochmal einen Freistoß. Kopfball. Sieht etwas ungefährlich aus. Geht hier noch an die Querlatte. War gar nicht so ungefährlich. Es bleibt aber beim 1:1. Fanreport.com, wir berichten über dich. Ob Leoben nach der Pause ein Feuerwerk zünden kann, wir werden es sehen. Auf jeden Fall gehen sie in Überzahl sehr couragiert ans Werk. Eckball. Kriermeier. Kurz ausgeführt, kommt nochmal zurück. Abgefälscht, knapp am Tor vorbei. Sein Schuss war dann noch abgefälscht. Leoben drängt weiterhin. Fronleiten ein bisschen zu passiv in dieser Phase. Strohmeier angespielt, ist aber zu früh gestartet. Schiedsrichter pfeift ab, abseits. Richtig entscheidend. 81. Minute Eckball für die Hausherren. Was für ein Kopfball! 2:1. Florian Wurzinger. Ein wuchtiger Kopfball, genau ins Kreuzeck. Herrlich hat er das gemacht, Florian Wurzinger. 2:1, TSV Leoben führt. Und das war's auch schon. Die 3 Punkte bleiben bei der jungen Truppe in Leoben. Das war das Spiel der zweiten Runde. In der ersten Halbzeit war das, muss man sagen, wirklich das Spiel der vergebenen Chancen von unserer Seite. Dann der Ausschluss hat natürlich mitgewirkt, dass leider dann eine Überzahl war, über 50 Minuten. Ja, es ist im Fußball so, die Chancen, was man nicht reinschreist, die Tore kriegst du dann. Nicht? Das war dann im Endeffekt was ein verdienter Sieg vielleicht. Ja, ich glaube, dass die Leistung in Gleisdorf nicht das war, das was wir eigentlich kennen, das haben wir gewusst, das hat die Mannschaft gewusst. Und auf das haben wir heute hingearbeitet, dass man einfach jeder seine Leistung abruft, seine 100% drin sind und ja, dann sieht man, was rauskommt, dann kann man gegen vermeintlich stärkere Gegner daheim die Partie gewinnen. Wir freuen uns schon, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt SV Kleinstetten gegen ATV Irdling. Schalten Sie doch wieder ein, wenn Sie möchten.